Es gibt einen großen Unterschied bei uns Menschen zwischen dem alten und neuen Jahr. Für uns beginnt alles neu, neue Gesetze, neue Richtlinien. Aber im biblischen Bereich ist das völlig anders. Jesus ist gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er verändert sich nicht, so ein bisschen Jahreswechsel hat keine Auswirkung auf ihn. Er ist außerhalb von Zeit und Raum, er ist immer derselbe. Und das ist das Schöne für uns. Wir brauchen uns nicht aufregen, sondern wir können ganz einfach ihm, dem Lamme, folgen, wohin es geht. Und mir liegt etwas auf dem Herzen. Es ist einfach so, man fasst ja viele gute Vorsätze und die Welt sagt, der Weg zur Hölle sei mit guten Vorsätzen gepflastert und da ist etwas dran. Aber es ist trotzdem biblisch richtig, wenn man an so einem Wendepunkt sich ein paar geistliche Grundsätze wieder ins Gedächtnis ruft. Nicht unbedingt im Sinne von, dass man jetzt Vorsätze fasst, sondern einfach, dass man seine geistliche Ausrichtung, das, was die Bibel Gesinnung nennt, etwas stabilisiert. Die erste Predigt Jesu Christi in der Heiligen Schrift, das ist nun mal so, dass die Evangelien nicht sortiert sind nach der normalen Reihenfolge zeitlich, sondern sie sind heilsgeschichtlich sortiert. Israel zuerst, drum kommt das Matthäus-Evangelium. Aber das erste Evangelium war das Markus-Evangelium. Und die erste Predigt Jesu Christi, die für alle Heilszeitalter, für alle Epochen gilt, die lautet in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und diese zwei Worte, tut Buße und glaubt an das Evangelium, steht in der Gegenwartsform, im Präsens aktiv und das heißt im Griechischen immer ein Dauerzustand. Also damit sagt die Bibel ganz einfach, erste Predigt Jesu. Und ich denke immer, das Erste, was du als Mensch den anderen sagst, das ist das Wichtigste. Du beginnst in der Regel nicht mit dem Unwichtigen. Der Jesus sagt uns, seid praktisch in einer Herzenshaltung, wo euch klar ist, dass die Zeit da ist. Das Reich Gottes ist nahe. Und ich denke, der Bibelleser weiß, dass es 5 Erscheinungsformen des Reiches Gottes gibt. Wir sind in der dritte Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die nächste Erscheinungsform des Reiches Gottes ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und dann bricht unter anderem für Israel das tausendjährige Reich an. Von daher, der Zeiger der Welt nur ist auf 1:12, ist die Zeit wieder nahe. Und jetzt, was sagt er? Er sagt was ganz Einfaches. Jetzt seid in einem Zustand, in dem ihr dauernd Buße tut, in dem ihr dauernd glaubt. Das ist alles. Wenn man das sich vergegenwärtigt, dann hat man eigentlich schon das Programm, das Gott für uns Gläubige will. Ganz einfach. Haltung des einfältigen Glaubens und immer wieder Ausrichtung, das ist ja Buße, auf das, was Gott will. Wenn man dann noch berücksichtigt, was wir ja gehört haben über diese Tage, darf ich es mal ehrlich sagen, dass wir Menschen so kleine Würmlein sind. Und dass ein dreimal heiliger Gott mit einer gewaltigen, wie soll ich sagen, Heiligkeit, mit einer gewaltigen Wissensfülle, der dem nichts verborgen ist, der Schöpfer aller Dinge uns gegenübersteht, dann denke ich, ist es nicht falsch, wenn man sich etwas vergegenwärtigt. Das ist ein Grundsatz aus Jesaja 55. Ich lese uns einfach Jesaja 55, diese 13 Verse. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und einen Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, sodass ihr gutes Essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen, wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat.
Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen. Statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Wieder das alte Prinzip, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Wir haben hier etwas Wunderbares, er sagt, und ich denke, das ist wichtig, wenn es an die Aufforderung geht, Buße zu tun, seine Gesinnung zu ändern und gleichzeitig zu glauben, dass wir das von ganzem Herzen glauben, was die Bibel sagt, wenn ich das Wasser des Lebens möchte, Durst habe, Offenbarung 22, 17, dann bekomme ich es umsonst. Also kein Zwang, kein krankhaftes Verdienen müssen, wie zum Beispiel im Katholizismus, sondern einfältiges Nehmen von dem, was der Herr Jesus für mich schon bezahlt hat mit seinem Blut. Ein vollkommenes Opfer, wo ich jederzeit, in kindlichem Glauben, alles für mich erschließen kann. Ist doch herrlich. Also ich habe mir einfach vergegenwärtigt, ich sitze zu Hause, habe, naja, ich weiß nicht, wie viele ich Übersetzungen von Bibeln besitze. Ich habe mal nur das Neue Testament vor vielleicht 10 Jahren gezählt, da hatte ich glaube ich 60. Aber es könnte ja mal sein, ich sitze im Gefängnis, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr in den Händen, vielleicht keine Gesundheit mehr, ich gehe zugrunde, ich bin erledigt. Aber was ich habe, der Herr Jesus wohnt in meinem Herzen. Ich kann durch Jesu Blut, und da gibt es keine Gefängnismauer, kann ich mein Herz direkt ins innerste Heiligtum, Hebräer 10, 19, durch Jesu Blut erheben. Und so kann ich mit dem Herr Jesus herrlichste Gemeinschaft haben, kann alles, was er mir erworben hat, in kindlichem Glaube, in mein Herz hineinfließen lassen. Das ist doch herrlich. Umsonst ist alles da. Und er geht weiter und sagt, wenn ihr hört, Vers 3, und eure Herzen so ausrichtet, so wird eure Seele leben. Warum? Weil es diesen ewigen Bund der Gnadengüter Davids gibt. Wisst ihr, wenn ich mir das vergegenwärtige im neuen Jahr, dann hört auch das Gejammer auf. Weil die Bibel sagt, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Epheser 1, Vers 3. Kolosser 2, Vers 9. Und Folgeverse, in ihm, in Christus, in unserem Herrn, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr, das heißt wir, sind in ihm zur Fülle gebracht. 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, alles, was ich brauche, um zu leben, zu sterben, zum Überwinden, habe ich von ihm bekommen, als die Kraft Gottes, nämlich der Heilige Geist, bei mir die Wiedergeburt gewirkt hat. Und damit sagt die Bibel, du hast alles. Du musst jetzt nur noch Buße tun, also die richtige Gesinnung einnehmen und glauben, dann kommt es zur vollen Wirksamkeit. Das sind diese Gnadengüter, die sind da. So werden auch die Gnadeerweise ausgelöst. Interessant ist, in Vers 5 steht, du wirst ein Volk berufen. Da steht im Hebräischen Goyim, das gleiche wie die Ethne im Neuen Testament, das sind die Heiden. Also hier werden wir im Text angesprochen. Er sagt ganz einfach, suche den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Wisst ihr, wir haben auch keine andere Botschaft, wir haben kein besonderes Evangelium, kein kompliziertes Evangelium. Wir sagen den Leuten ganz einfach, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das ist eine einfache Botschaft.
Wenn die Leute sagen, ja, was muss ich tun? Ich sage, du musst Jesus finden, alles andere ist egal. Er sucht dich, öffne dein Herz. Wisst ihr, er ist der Retter, er ist bereit, jeden zu retten, wenn er kommt. Und dann sagt die Bibel so einfach, du musst ihnen sagen, er soll seinen Weg verlassen, soll zum Herrn gehen, weil der Herr erbarmt sich. Ist euch klar, dass sich ganz viele Menschen nicht bekehren, weil sie nicht glauben können in ihrer oft schlimme Lebenssituation, dass der Herr ihnen vergibt. Wir haben keine Ahnung, was Gott für eine Liebe zu uns hat und was für eine Bereitschaft, alle Sünden zu vergeben. Wisst ihr, wenn ihr mal überlegt, was es der Herr Jesus gekostet hat, außerhalb von Zeit und Raum, jede Sünde von Adam bis zu der Aufrichtung, der Himmel, der neuen Himmel und der neuen Erde, alle Sünden dieser Epochen, alle Sünden auf einmal zu tragen, in kurzer Zeit, außerhalb von Zeit und Raum, am Kreuz vor Golgatha, können wir nicht verstehen. Allen Fluch, alle Strafe, alles löscht er aus mit seinem Blut. Und dann komme ich als Mensch mit meiner kleinen Sünde. Und es ist schon ein Stück Verführung, ein Stück Täuschung vom Teufel, aber oft auch ein Stück Hochmut. Ist meine Sünde so schlimm, dass das Blut Jesu Christi sich nicht löschen kann? Und da sagt die Bibel ganz einfach, nehmt es umsonst. Kommt ganz einfach, nehmt es. Und dann kommt das, was für diese Leute, die es getan haben, die das Erbarmen Gottes erlebt haben, wiedergeboren wurden, Gotteskinder. Was für uns, die wir uns hier versammeln, was der Herr für uns für Weisungen hat, die auch im neuen Jahr sicher eine ganz große Rolle spielen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich habe lernen müssen, dass ich Gott nicht vorschreiben kann, wie er zu denken hat. Ich habe lernen müssen, dass meine Gedanken vielleicht gut sind oder der größte Schrott, Entschuldigung, wie soll man so sagen. Sondern dass ich mich auch als Gläubiger einfach ihm zu unterwerfen habe in meinen Gedanken. Das heißt, ich muss meine Gedanken ausrichten am Wort Gottes. Hebräer 4, Vers 12. Das Schwert des Geistes muss bei mir Seele und Geist trennen. Das ist der Grund für die stille Zeit. Geschwister, wisst ihr, wenn wir jetzt beginnen, ein neues Jahr, die stille Zeit zu tun, einfach uns dem Herr Jesus zu stellen, dann muss euch klar sein, es geht nicht um euer Wissen. Es geht nicht, dass ihr eine Pflicht erfüllt, sondern es geht darum, dass er euer Herz bearbeitet. Das ist sein Wille. Und hier sagt die Bibel ganz einfach, dann lerne ich die Gedanken Gottes kennen. Dann kommt Trübsal, Anfechtung, Kampf. Und dann lese ich in Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Dann rege ich mich nicht mehr auf. Aha, das ist also, das muss für alle Gläubigen. Da brauche ich den Gläubigen neben mir nicht mehr zu fragen, geht es dir gleich? Wenn er echt ist, geht es ihm gleich. Wisst ihr? Und dann sagt die Bibel, sie sagt was Wunderbares, wir sollen unsere Versammlung nicht verlassen. Naja, ich bin manchmal etwas, nicht traurig, aber ich bin mir bewusst, dass die deutsche Sprache, so schön sie ist, Grenzen hat. Da steht im Griechischen was Wunderbares, da steht nicht, ich soll die Ekklesia, die Gemeinde verlassen, sondern da steht, ich soll nicht etwas verlassen, das die Bibel Episynagoge nennt. Epi heißt hinauf, Synagoge war Versammlung. Das heißt, die Bibel sagt praktisch, ich soll mein Hinaufversammeln nicht verlassen. Ich soll nicht aufhören, mit den Geschwistern zusammen, statt einen frommen Betrieb aufzurichten, unsere Herzen durch Jesu Blut ins Heiligtum hinauf zu erheben, dass er nämlich in unseren Reihen zu seinem Ziele kommt. Und die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammen sind und wir sind mehr, ist er in unserer Mitte. Wisst ihr, ich muss mir dann im neuen Jahr plötzlich vergegenwärtigen, aha, wenn wir hier sind, ist er da. Dann geht er durch unsere Reihen. Und die Bibel sagt, dann kann ich auch seine Gedanken aufnehmen, dann kann ich letztendlich viele Hindernisse meines Lebens, meines Denkens, allen Hader, alle Unzufriedenheit hinauswerfen, weil er hat andere Gedanken. Und er sagt auch, meine Wege sind nicht seine Wege. Er hat andere Wege. Als unser lieber Bruder das mit dem Haus erzählt hat, da habe ich lächeln müssen.
Bloß war es gleich. Haus plus Wohnhaus mussten wir kaufen. Gell? Und ganz seltsam. Große Konkurrenz vom Beerdigungsinstitut. Und selbst die nichtgläubige Verkäuferin sagte, oh, jetzt sind in diesem Haus so lange Lebendige gewesen und ich will keine Toten darin. So haben wir das Haus kaufen können. Jetzt sind die Lebendigen wieder drin und die Toten müssen warten. Wisst ihr, die Gedanken Gottes sind ganz anders, aber es war nicht leicht. Es war auch eine Wartezeit. Bei uns war es keine Limonade, sondern eine Trikotfabrik, aber Rohrfabrik. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo du einfach durch musst. Aber wenn ich weiß, dass seine Gedanken anders sind, aber die Gedanken sind so, dass sie, wenn ich der Jesus lieb habe, immer zu meinem Besten dienen und die Wege, die er mir vorgibt, die Fußstapfen, immer, wenn ich der Jesus lieb habe, zu meinem Besten dienen, dann stehe ich wieder im alten Lied, das der Gläubige singt. Sie sah nichts als Jesus allein. Ich konzentriere mich auf den Herr Jesus und glaube, dass er dann alles andere regelt. Das ist eine Gewohnheit auch. Man muss sich das geistlich angewöhnen, durch Buße und Glaube. Und ja, er sagt dann, seine Wege sind höher als der Himmel von der Erde über meinen Vorstellungen. Das heißt, ich habe gar keine Vorstellung, wie herrlich die Wege Gottes sind. Ich habe hier keinerlei Möglichkeit, das wirklich zu begreifen. Ich kann es nur staunend zur Kenntnis nehmen und dann beten. Und dann sagt er nochmals, und das Mittel, das er uns gegeben hat, ist relativ einfach, Vers 11. Er sagt, das Wort, das aus seinem Munde ausgeht, wird nie leer zurückkehren. Wisst ihr, was würde geschehen, wenn alle Verkündiger, alle Zeugen, die auch Kinderarbeit, Jugendarbeit, die auf der Straße den Menschen oder in der Familie den Herrn Jesus bezeugen, wenn sie alle glauben würden, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, dass das, was hier steht, stimmt. Wenn sie das Wort Gottes aussehen, dass es wirkt, dass es nie leer zurückkommen wird. Das wäre gigantisch. Dann würde etwas passieren. Und an dem habe ich gelernt, und das ist fürs neue Jahr, wir gehen nachher zum Philipperbrief, um zu sehen, wie das in einer relativ ja, gediegenen Gemeinde aussieht. Dann muss ich mir einfach sagen, das Hauptproblem bei den Gläubigen ist oft, dass sie einfach eine verdeckte Form des Unglaubens haben. Man hat intellektuell zugestimmt, aber man tut es nicht, wenn man es nicht wirklich glaubt. Und das ist das sicher das Hauptproblem im neuen Jahr, dass man die Wege Gottes akzeptiert, sie sind anders, dass man akzeptiert, dass er es gut mit uns meint, dass wir akzeptieren, dass er uns alles vergibt. Wisst ihr, wenn Gott vergibt, ist er anders wie wir. Es gibt eine Geschichte von der Corrie ten Boom, die unter den Wächterinnen der KZs gearbeitet hat. Und sie hat dann viel mit diesen Frauen erlebt und sie hat aber dann auch erzählt, wie sie, und das hat jetzt nichts mit dem KZ zu tun, auf fromme Leute stieß. Und eine dieser frommen Frauen hat ihr Sünde bekannt. Und das war alles sehr demütig und still und wunderbar und heilig. Und dann rutscht dieser Frau, Corrie ten Boom, ein Satz heraus. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und dann sagt sie, dann fuhr diese Frau auf, wie von der Tarantel gestochen, mit einem scharfen Gesichtsausdruck. Die ganze Demut, die ganze Frömmigkeit war weg und hat gezischt. Wer hat das gesagt? Naja, ich sage es nur mal vorsichtig. Entweder von ganzem Herzen oder nicht. Wenn die wirklich geglaubt hätte, dass das Blut Jesu ihre Sünden hinwegnimmt und wirklich Sündenot gehabt hätte, hätte sie nicht so reagiert. Wisst ihr, und dann einfach, lasst uns wirklich alles mit dem Herr Jesus regeln und ehrlich sein und lasst uns die Menschen hinter anstellen. Es spielt doch keine Rolle, was wir tun, wenn der Herr Jesus in unserem Herzen wohnt und mit uns geht. Und dann sagt er, dann werdet ihr in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Wir werden Friede haben wie ein Wasserstrom. Und da gibt es eine Gemeinde, die mich immer sehr beeindruckt hat. Das ist die Gemeinde in Philippi. Es war eine römische Kolonie. Und das ist jetzt interessant, das ist, wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, das waren die Anständigen. Die Unanständigen sind die Korinther.
Wenn ich jetzt in der Großstadt zu einer neu gegründeten Gemeinde reden würde, dann würde ich den Korintherbrief wählen. Wenn ich aber zu jahrelangen Gläubigen rede, dann muss ich den Philipperbrief nehmen, weil das sind ja die Anständigen. Wieso? Die hatten Ordnung. Ein römischer Soldat, also der war ein Kaliber. Wenn ihr euch mit denen auseinandergesetzt habt, wenn der im Ruhestand war, da herrschte Zucht und Ordnung. Da gab es keine Spielereien. Trotzdem haben sie sich betrunken und alles, gell, die war Zünder, aber Ordnung hat trotzdem geherrscht. Und in Philippi ist etwas Wunderbares, wir wissen ja Lydia, die Bekehrung des Kerkermeisters, gell, diese herrlichen Begebenheiten. Und jetzt geht Paulus hin und sagt etwas, und ich denke, das ist für uns alle wichtig, wie man im neuen Jahr sich aufstellt. Er sagt hier einer Gemeinde, die er wohl nicht lange bearbeiten konnte, Anführungszeichen, sagt er hier, was so die Prinzipien sind. Mir geht es darum, was sind so die Grundprinzipien im neuen Jahr, die wir beachten sollten, außer dass er andere Gedanken hat, außer dass er uns alles vergibt, außer dass der Herr Jesus im Zentrum sein muss, das ist das Wichtigste. Aber jetzt in der praktischen Arbeit sagt er in Vers 4 von Kapitel 1, indem er praktisch Fürbitte in jedem seiner Gebete tut mit Freuden. In dem Wissen, dass Vers 6 passiert, dass er weiß, dass Gott das Werk, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Gott hat einen Plan mit mir, er hat einen Plan mit dir, er hat einen Plan mit der Gemeinde und letztendlich ist so ein Mittel, das Gott verordnet hat. Wisst ihr, ich verstehe es auch nicht, Gott braucht doch mein Gebet nicht. Er braucht unsere Gebete nicht, aber er hat verordnet, um uns hineinzunehmen, dass wir Fürbitte tun sollen, beten sollen. Geschwister, ich bin mal ganz ehrlich, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich hoffe, dass er dann ohne Unterlass für mich betet. Das ist der Hintergedanke. Ich hatte in Nürtingen die erste Versammlung öffentlich in der Stadthalle. Da ist eine Arbeit draußen entstanden. Vor mir saßen die ganzen Leute von Peter Wendt, also nicht die ganzen Leute von Peter Wendt, sondern Leute von Peter Wendt. Da war diese extrem charismatische Gemeinde direkt vor der Haustür. Es war glasklar, beim Vortrag über Charismatik prallt hier die Welt aufeinander. Ich habe natürlich einen gewissen Respekt gehabt vor dieser Situation, habe meine Geschwister schon angestachelt, betet, betet, betet. Sie haben gebetet wie vielleicht noch nie. Ich bin in der Stadthalle ans Rednerpult. Ich habe den ersten Satz gesagt und du hattest den Eindruck, wenn hier eine Betonwand war, sie ist in der Sekunde zusammengebrochen. Das Wort Gottes lief. Wir verbreiten heute noch diese Vorträge, wenn es um diese Themen geht. Es ist mir nie mehr, nur auch annähernd gelungen, das so darzustellen. Da hat Gott alle Türen aufgeöffnet, wirklich aufgetan, geöffnet, freie Bahn gegeben, durch, ich sage es mal vorsichtig, massivste Fürbitte. Das war gewaltig. Jahre danach, man war schon gewöhnt, es läuft. Ich habe gesagt, ich gehe dorthin. Es war gar nicht weit von hier, es war ein Kalf, hier vor der Haustür. Musste ich einen Vortrag halten bei den Amerikanern. Und unsere Geschwister waren natürlich gewöhnt, ja, beim Karl Hermann läuft es. Kein Mensch mehr gebetet. Und ich gehe nach Kalf und da ist mir etwas passiert, das mir nie mehr passiert ist. Ich gehe hinter das Rednerpult und dann ist die Wand wieder da. Aber jetzt hatte ich plötzlich den Eindruck, die ist 3 Meter dicker wie jede vorherige. Ich habe dann angefangen, einfach im Glauben zu verkündigen, in der Erwartung, jetzt fällt sie um. Die ist nicht umgefallen. Da ist bei mir etwas passiert, ich kann das nicht erklären. Das einzige Mal bisher in meinem Leben. Ich hatte nur noch einen Wunsch, dass ich still und heimlich, möglichst unsichtbar, mich von meinem Rednerpult durch die Hintertür verdrücken könnte. Das ist eigentlich mein Charakter. Aber ich konnte nicht mehr. Und dann ist mir alles klar geworden. Gott gibt jedem von uns, euch und mir, eine persönliche Gnadengabe. 1. Petrus 4, Vers 10. Die hat jeder, der wiedergeboren ist. Und jetzt ist es so, jetzt sind wir aufeinander angewiesen, dass wir miteinander diesen Weg, den Gott erwählt hat, durch das Gebet, durch die Fürbitte, uns gegenseitig dienstbereit machen, dass wir letztendlich mitbeten, auch die Finsterniswelt durchstoßet im Gebet, dass diese Gaben wirken. Und je mehr wir für etwas beten, je mehr schlägt es durch, das ist keine Frage. Natürlich benutzt Gott die Gnadengabe, die jemand hat, aber wenn das Gebet dahinter ist, dann schlägt es durch.
Wisst ihr, so muss man Paulus verstehen und sagt, so wird Gott auch sein Werk an uns tun. Gott hat einen Plan. Und er ist hier so, dass er ab Vers 9 etwas sagt, das mich tief erschüttert. Ich habe im Reich Gottes wirklich fast über alles gestritten. Wisst ihr, ich habe Brüder gehabt, die haben größte Seelennöte gehabt, ob man bei einer Erwachsenentaufe dreimal untertaucht oder einmal. Ich habe Dinge erlebt, wo ich mit Erstaunen festgestellt habe, dass es wohl Gläubige gibt, die Bibel so wörtlich nehmen, wenn der Herr Jesus, oder wenn der Apostel, der Herr Jesus, einfach wenn Aussagen kommen, die eindeutig bildlich sind, dann haben wir sie wörtlich genommen, habt Salz bei euch, dass dann die Gläubigen in der Versammlung einen Salzstreuer in der Hosentasche haben. Wisst ihr, jeden Unsinn. Ich habe auch gesehen, wie man wie bei einer Sekte alles gleichstellt, die Leute kaputt macht. Indem man unsinnige Anforderungen stellt und sagt, du musst so sein wie ich. Ich habe mal ein Bild gesehen vor einer Gemeinde, die hatten alle die gleiche Frisur. Ich habe schon festgestellt, ich habe in einer Gemeinde einmal, es war in der Schweiz, in Steffisburg, da waren wir zwei Brüder, waren Fremde, keiner hat uns gekannt. Jeder hat uns angeredet, sind Sie fremd hier? Und ich habe gesagt, Helmut, bei uns stimmt was nicht. Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Das sind 4000 Leute in dieser riesen Versammlung und jeder redet uns an. Und da sind wir einfach hingesessen, wie die kleinen Kinder haben die alle anguckt. Nach kurzer Zeit habe ich gesagt, Helmut, wir zwei sind die Einzigen mit einem Vollbart. In dieser Gemeinde trägt niemand einen Bart. Da bin ich misstrauisch, wenn gar nicht, also ich sage nicht, man muss einen Bart tragen. Mich haben schon Brüder angeschrieben und sagten, ich sage gleich, warum ich so Unsinn erzähle, haben mich angeschrieben, wir glauben dir, dass du Gott dienst, aber du hast einen Fehler. Und ich denke, oh, habe ich irgendwas? Ich habe gedacht, wenn du wüsstest, wie viel ich Fehler habe, aber wenn du einen erkannt hast. Und dann sagt er, 3. Mose 19, Vers 27, seither weiß ich die Stelle auswendig, du sollst dein Barthaar nicht rundum abschneiden. Ich sage, naja. Also ich brauche einen Zipfelbart, dann wäre ich wieder in seinen Augen richtig gewesen. Wisst ihr, wenn du das alles siehst und wenn du mit den Leuten redest, sagen sie, es ist doch biblisch. Dann muss man sagen, ja, was ist biblisch? Und jetzt kommt Paulus, einfach angesichts solcher Dinge und sagt etwas, und ich rede jetzt gar nicht von Leuten, die gepredigt haben und den Leuten gesagt haben, ich habe die Offenbarung vor Gott, dass ich der Elia bin, gibt's alles. Ist in Zürich passiert. Und dann haben sie was gemacht, einen Tisch aufgestellt und dann sind die Leute rummarschiert, wisst ihr wie? Die sind rummarschiert und haben die Geldscheine auf den Tisch gelegt und am Schluss haben sie Geldbeutel aufgeklappt, haben alles voll auf den Tisch gelegt. Einer der größten Verführer, die es jemals gab, Dr. Dowie. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, dann musst du sagen, Entschuldigung, das sind doch oft Leute dabei, die sind wiedergeboren, die haben den Heiligen Geist, sind Gotteskinder. Jetzt kommt Paulus und sagt etwas, und ich denke, für ein neues Jahr, das ist das Wichtigste in der Praxis, Wichtigste im Persönlichen ist der Herr Jesus und ich. Dass ich mich seinen Gedanken unterwarf, ihn als meinen Erlöser annehme, dass er mein Herr ist, ich bin nur ein Sklave. Aber in der Praxis sagt er, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Wohin denn? Dass ihr euch ganz schrecklich lieb habt. So hätte ich jetzt geschrieben. Er sagt was völlig anderes. Diese Konstruktion, finde ich, habe ich noch nie irgendwo gefunden. Er sagt, eure Liebe soll mehr und mehr überströmen in Erkenntnis. Und da steht Epignosis, Vollerkenntnis. Und allem Urteil zu mögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Damit sagt er, je mehr du der Herr Jesus lieb hast, je mehr du in der Liebe Gottes lebst, wirst du ihn erkennen. Und das wird bewirken, dass du begreifst, worauf es ankommt. Wisst ihr, ich sage es mal ganz vorsichtig. Wenn jetzt mir jemand sagt, soll ich mich dreimal oder einmal untertauchen, sage ich ihm, eiskalt, ist mir egal. Mir ist viel wichtiger, dass du mit dem Herrn Jesus in Ordnung bist. Ich bin schon in Versammlungen gekommen und mir gesagt, du musst deinen Ehering abziehen, weil du bist ja hier weltlich,
Du hast Schmuck. Inzwischen bin ich so weit, ich habe mich, man sagt ja, im Alter wird man milder. Jein. In manchen Sachen bin ich milder, aber ich habe mich hier radikalisiert. Wenn die Gemeinde von mir verlangt, dass ich den Ehering abziehe, und wenn es eine Minute vor der Verkündigung ist, dann nehme ich meine Jacke und gehe heim. Wisst ihr, worauf kommt es an? Paulus sagt, worauf kommt es denn an? Er sagt, wenn du prüfen kannst und ein Urteilsvermögen hast, worauf es ankommt, dann wirst du lauter sein, dann wirst du ohne Anstoß sein, dann wirst du auch am Tag Christi, am Tag des Christus, wenn es preisgericht ist, wirst du vor Gott in der richtigen Haltung hier sein, dann wirst du die Früchte der Gerechtigkeit haben. Das heißt, man muss gucken, auf was kommt es an? Wie kann ich rausbekommen, worauf es ankommt? Entschuldigung, wessen Gedanken sind die Gedanken, die zählen? Seine Gedanken. Also muss ich doch in der stillen Zeit beginnen zu beten, Herr Jesus, zeige mir, worauf es ankommt. Wisst ihr, ich sage es mal so, ich habe jahrelang im Reich Gottes gekämpft und habe das nie gebetet. Und aus dem Grund habe ich viele Fehler begangen. Heute sage ich, zeig mir, worauf es ankommt. Gib mir dieses Urteilsvermögen, dass ich genau das geistlich tue, was du willst. Unabhängig, was der Bruder für eine Erkenntnis hat, jener Bruder für eine Erkenntnis hat, unabhängig von großen und kleinen Namen, du sollst mir sagen, auf worauf es ankommt, nicht die Menschen. Und damit bin ich wieder völlig abhängig vom Herrn Jesus. Und jetzt sagt er, wenn du das erreichst, dass du das Wesentliche erkennst und das Richtige prüfst, wirst du lauter sein. Wisst ihr, lauter, das ist etwas... Ich kann es nicht beschreiben. Elikrineia heißt das Wort. Das ist ein wunderbares Wort. Die Händler im Bazar, ich war schon im orientalischen Bazar, sind Betrüger. Nicht alle, aber so gut wie alle. Sie haben Folgendes gemacht, wenn eine Vase nicht sauber gebrannt war, haben sie einfach einen ganz dünnen Wachsüberzug drüber getan. Warum? Da war es sehr duster. Also im Bazar hast du nicht viel Licht. Du siehst es nicht, ob hier eine Macke ist. Und dann, was machst du? Das ist der Normalfall. Du gehst mit der Hand drüber und fühlst es. Und Elikrineia bedeutet, im Sonnenlicht geprüft. Die schlauen Kunden gingen hin, haben die Vase geschnappt, sind aus der Tür raus und haben das Ding ins Sonnenlicht gehalten. Und dann hast du sofort gesehen, aha, Abfall, zweite Wahl. Wisst ihr, und das sagt die Bibel, wenn du prüfst und das Richtige tust, wirst du Elikrineia sein, wie im Sonnenlicht geprüft, lauter. Dann bist du nicht zweite Wahl als Gläubiger, sondern erste. Dann bist du ein wahrer Nachfolger Jesu. Und jetzt erklärt der Paulus hier etwas, das einfach wichtig ist. Er sagt in Vers 21 von Philipper 1, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er sagt praktisch, ich habe Lebenseinstellung, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob ich lebe oder sterbe, so bin ich des Herrn. Moody war ja kein Normaler. Also ich habe selten mal einen Menschen gesehen, ich habe mit Moody sehr stark beschäftigt. Moody war auf einer Überfahrt. Interessanterweise war Hudson Taylor und viele Gläubige zur selben Zeit in London. Da war eine Gebetsversammlung und plötzlich kam bei einem der Brüder ein Drang im Herzen, wir müssen für Moody beten, er ist auf dem Meer unterwegs. Die haben durch den Heiligen Geist innerlich eine Gewissheit gehabt, jetzt müssen wir für ihn einstehen. Was die nicht wussten, es kam ein Sturm auf in solch einer Intensität, dass eigentlich keine Hoffnung mehr war zu überleben. Moody ist hingegangen und sagt, lasst uns eine Versammlung halten. Dann ist er hingegangen, hat sich in diesem Sturm mit der linken Hand am Balken festgehalten, da hat alles nur noch geschwankt, mit der rechten Hand hat er seine Lieblingsbibel, King James, und die hat er so geliebt, dass er extra in seine Jacke Sondertasche annähen ließ, um seine Bibeln reinzumachen, und als Chicago brannte und er alles verloren hat, dann hat seine Frau zu ihm gesagt, nimm wenigstens dein Porträt, das man von dir gemalt hat, mit. Hat er gesagt, nein, es kommt nur eines mit, meine Bibel. Diese Bibel hat er dann aufgeschlagen, hat ihn das Wort Gottes gelesen, diesen Todeskandidaten. Dann hat sie zugeklappt, dann hat er gesagt, so meine Lieben, ihr seht den Sturm, ihr seht das Elend,
Ich wünsche euch eine gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns morgen früh wieder im Speisesaal oder in der Ewigkeit. Das ist ins Bett. Versteht ihr? Das ist Philipper 1,21 praktisch, das ist keine Theorie. Wisst ihr, jetzt müssen wir überlegen, wie würden wir reagieren, wenn ich weiß, jetzt stirbst du gleich? Würden wir ins Bett gehen und sagen, Herr Jesus, bis morgen früh, entweder in deiner Gegenwart oder hier. Wisst ihr, das sind die Dinge, wo es praktisch wird. Das ist das, warum ich die Biografie dieser alten Glaubenshelden liebe, weil ich einfach sehe, wie haben die das gemacht? Wie haben die hier gelebt? Wisst ihr, und die alte Geschichte, ich habe es schon oft erzählt, aber die fasziniert mich, Ter Stegen. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von Ter Stegen. Er hatte schon starke mystische Ader, aber er war ein Glaubensmann. Und Herr Stegen reitet durch den Wald, es kommen die Räuber und dann schreit einer und richtet die Pistole auf ihn und schreit in des Teufels Namen Halt. Herr Stegen dreht sich nicht einmal rum, lässt sein Pferdlein weitertraben und ruft nur über die Schulter zurück, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen. Und reitet es fiel kein Schuss. Es fiel kein Schuss. Wisst ihr, das ist doch herrlich. Wenn man hier so eine Haltung hat, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Da ich sage, wenn ich lebe, dann ist es wunderbar, dann kann ich für meine Frau, für meine Familie sorgen, ich kann mich an dem allem erfreuen. Aber wenn ich sterbe, bin ich sofort in seiner Gegenwart. Dann muss er sich um meine Lieben kümmern. Aber der entscheidende Punkt ist, egal was mir passiert, er ist da. Wisst ihr, da fällt doch aller Druck ab. Ich möchte mal Kapitel 2 zurückstellen, da kommen wir am Schluss dazu, und in 3 reingehe, wo er sagt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Er sagt klipp und klar, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn ich mich am Herrn Jesus freue, ihn lieb habe, dann werde ich 99% aller seelischen Spannungen, aller seelischen Blockaden hinauswerfen. Und dann kommt der Seele zur Ruhe. Und ich sage es einmal so, wo der Sohn Gottes ist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, sagt die Bibel. Die Bibelstelle wird nur theoretisch gelesen. Wenn der Herr Jesus in jeder Kammer meines Herzens ist, ist Freiheit. Ich habe Dinge erlebt, wo ich in einer Kammer mir etwas zurückbehalten habe. Ich habe mir so innerlich gesagt, ja, eigentlich ist Sünde. Ich bin ja bereit, es zu lassen. Zum Beispiel ein Buch, das ich gekauft habe. Ich wäre ja bereit, es wegzuwerfen. Aber es ist ein Buch. Und bei mir ist ein Buch halt vielleicht wie beim anderen Auto. Oder bei mancher Frau die Frisur. Es ist einfach was Besonderes. Und dann, wenn es noch schön eingebunden ist, dann wird es doppelt schwierig, das rauszuwerfen. Man kann ja auch mal den Inhalt rauswerfen und den Deckel behalten. Also es gibt ja das Verrückteste. Dann war ich in der Versammlung und da war ein Bruder, ein namhafter Evangelist, und der hat gepredigt und es war so eine ganz kleine Versammlung, ganz strenger Brüder. Und ich bin reingesessen, wisst ihr, so mit der typischen Haltung. Naja, jetzt wollen wir mal sehen, was der Bruder den anderen predigt. Ich werde jetzt mal das genießen und setze mich rein. Ich habe mich so richtig entspannt auf den Stuhl gesetzt, habe die Füße von mir gestreckt. Das fällt bei mir, weil ich klein bin, nicht so sehr auf. Aber wer mich gekannt hat, hat wohl gesagt, na, was ist mit dem los? Es ging ungefähr eine Minute. Und dann saß ich nicht mehr locker auf dem Stuhl, sondern saß auf den letzten 2 Zentimeter des Stuhles. Vollkommen unter Spannung. Der Bruder hat, nicht wie ich es wollte, den anderen gepredigt, sondern mir. Er hat einfach einen ganz einfachen Satz gesagt. Und innerhalb von ein paar Sekunden wusste ich, wenn ich heimfahre, das Erste, was ich tue, ist an den Bücherschrank zu gehen und dieses wunderbare, so ein dickes Werk, aus dem Schrank zu holen und in den Dreckeimer zu werfen. Wisst ihr, so muss es laufen. Und dann ist die Freude am Herrn wieder mein Normalzustand. Wenn ich es aber nicht tue, dann diene ich zwar auch am Herrn, ist alles wunderbar, aber wenn der Geist des Herrn nicht mein ganzes Herz hat, dann habe ich Teile, die ich ihm blockiere, und genau in den Teilen kann keine Freude kommen. Du bist ein Wunderstudie, wo du klar entschiedene Leute hast, die keine Freude haben.
Und dann macht man unsinnige Zeremonien, sucht die Sünde der Vorväter und so Dinge. Das ist falsch. Sondern man muss hingehen und das ist eindeutig. Immer bin ich es zuerst. Ich bin es zuerst. Ich stehe vor Gott und muss gucken, dass mein Herz sauber ist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Da kommt dann auch die Freude. Wisst ihr, jetzt erklärt Paulus, wie er denkt. Philipper 3, Vers 7. Was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Das Buch war mir Gewinn, aber der Herr Jesus war mir lieber, also warf ich es weg. Geht es? Ja. Und er erklärt dann, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wisst ihr, jetzt wird er extrem. Er sagt, die Dinge, die mir so wichtig waren in meinem Leben, achte ich jetzt für Dreck. Wisst ihr, wenn du Dinge der Welt hast, die dich nicht interessieren, das für Dreck zu achten, das ist kein Problem. Wisst ihr, aber es gibt Dinge, die hast du schon als Mensch, das ist nicht einmal Sünde, du hast es gern getan, du tust es immer noch gern, das kann Sport sein, das können Dinge sein, deiner Freizeit mit der Natur, das können wunderbare Dinge sein. Jetzt sagt die Bibel, Paulus, unser Vorbild, sagt, im Vergleich zum Herrn Jesus, wenn das mit dem Herrn Jesus konkurriert, dann musst du es behandeln wie Dreck und Dreck fängt man aus, fertig. Merkt ihr etwas? Eigentlich alle Aussagen des Apostels zielen immer nur auf einen einzigen Punkt, er und ich. Immer der gleiche Punkt. Gibt es ein Hindernis zwischen dir und ihm, räum es weg. Wenn wir das auf unsere Fahne schreiben fürs neue Jahr und auf der Fahne steht die Parole auf dem Banner. Darum kämpfen sie in den Kriegen oder haben früher um die Fahne gekämpft. Wenn wir das auf die Fahne schreiben als Parole, dann gehen wir in klarer Wert. Und dann sagt er etwas, und das ist ganz wichtig, Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wisst ihr, dass ich alles, was dieses gesetzliche, ich sag's mal so, Erfüllungsgedankengut ausmacht, rauswerfe. Indem ich immer denke, ja, wenn ich jetzt so und so etwas tue, dann erhört er mich. Wisst ihr, was ich erlebt habe? Ich habe erlebt, dass ich vollkommen in Ordnung mit Gott war und teilweise hat Gott meine Gebete nicht erhört. Ich kann nicht erklären, warum. Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Dann hatte ich Phasen, wo ich echt lau war. Ich war lau. Und ich habe dann in meinem Elend zu meinem Jesus geschrien und er hat oft in diesen Phasen meine Gebete viel radikaler erhöht. Ich hatte ihm nichts zu bringen. Ich konnte nicht sagen, guck mal, wie ich dir diene. Konnte ich nicht sagen. Ich konnte sagen, Herr Jesus, ich bin eigentlich jetzt ein Mensch mit gespaltenem Herzen, eigentlich diene ich dir gar nicht, wie du es willst, aber bitte erbarme dich. Und wenn ich dann als Bettler kam, dann hat er erhört. Nichts Gesetz, sondern die freie Gnade. Er gibt es mir, weil ich bedürftig bin. Er gibt es mir, weil ich ein Gotteskind bin. Erbarmt sich meiner. Und die Folge davon war in der Regel immer, dass ich die Lauheit rausgeworfen habe. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo man sich einfach bewusst macht, er ist mein Herr, er sorgt für mich. Er ist der Herr, ich der Sklave. Ich darf ihn nicht so sehr wie ich. Ich darf nicht die menschlichen Gedanken auf ihn projizieren. Bei Menschen ist es ja immer so, wenn du tust, was ich will, dann bin ich lieb zu dir, oder? So ist ja meistens. Das bringen wir doch auch unsere Kinder bei, oder? Die Frage ist, ob es immer richtig ist. Ich habe in meiner Familie Entscheidungen fällen müssen, aber die Kinder haben das gewusst. Das mag er gar nicht. Das ist er sogar wütend. Das widerspricht seinen Glaubensprinzipien. Und dann musste ich den Kindern gegenüber klar zum Ausdruck bringen, vor allem einer meiner Töchter, ich helfe dir, ich liebe dich, aber wenn du Dinge tust, die ich nicht mag, ist immer noch meine Tochter. Und so ist es beim Herrn. Ich bin immer noch Gottes Kind. Wenn ich dann merke, er hilft mir, er steht zu mir, dann habe ich oft die Kraft, und das hat sich bei den Kindern auch immer bewahrheitet, dann habe ich die Kraft, das, was mich vor ihm praktisch abhält, rauszuwerfen, für Dreck zu achten. Aber es ist ein Kampf. Und dieser Kampf, das kann ich euch sagen, der fängt nicht morgen an, der fängt heute an.
Das ist der Kampf, den ich jeden Tag habe als Gläubiger. Und dann sagt er, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wisst ihr, ich brauche keinen Jüngerschaftskurs. Entschuldigung, wie ich so hart sage. Sondern ich brauche Erkenntnis Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Epheser 1, 17 bis 19. Empfehle ich höchst dringend zu lesen. Ich mache es jetzt nicht heute Morgen. Dass ich weiß, wie muss ich mich glaubensmäßig aufstellen, dass letztendlich die Kraft seiner Auferstehung bei mir wirksam wird. Ihn zu erkennen, wie wirkt er? Was will er? Wie lässt er den Heiligen Geist wirken? Wisst ihr, wo habe ich denn das her? Aus diesem Buch, aus der Bibel. Das heißt, ich lese die Bibel und sage, Herr, wie geht es? Wisst ihr, wir sind viel zu hochmütig. Wir suggerieren immer und sagen, ja, ich weiß ja alles, ich weiß das ja, ich lese das jetzt. Dass man einfach hingeht und sagt, wie geht es? Sag mal, Jesus, wie geht es? Zeig es mir. Und dann kann ich die Kraft seiner Auferstehung erkennen und erleben. Und dann sagt er, und die Gemeinschaft der Leiden. Dann kommt Apostelgeschichte 14, 22. Wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und dann sagt er, und du wirst seinem Tod gleichförmig sein. Dann lernst du in diesen Trübsalen, dich für mit Christus gekreuzigt zu halten. Darf ich es mal ehrlich sagen, hat ein Gekreuzigter, dem er getötet hat, und die Bibel sagt, du bist mit Christus gekreuzigt und gestorben, hat der im Endeffekt Sorgen? Er ist schon tot. Hat er Neid? Ein Toter hat keinen Neid. Hat er Eifersucht? Ist tot. Hat er eigene Ziele? Auch nicht mehr, ist schon tot. Wieso? Und genau das Bild benutzt die Bibel. Sie sagt, wenn du trompetest, was wesentlich ist, und wenn du wirklich nicht mehr gesetzlich vorgehst, alles von ihm erwartest, alles von ihm nimmst, wie er es schreibt, dann wird es passieren, dass du die Kraft der Auferstehung erlebst. Du wirst in der Lage sein, dich für mit Christus gekreuzigt zu halten. Du wirst in seinem Tod leben und du wirst tot sein für diese Welt. Wisst ihr, dann kommt ganz viel gar nicht zustande, was ich gestern ja etwas dramatisch beschrieben habe, was von meinem Mensch sei, weil ich einfach ein normaler Mensch bin, immer im Hintergrund darum brodelt. Das kommt alles gar nicht mehr weg. Es hängt alles davon ab, er und ich, wir zwei. Und Paulus geht dann weiter und sagt, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange, das ist eine Drückung. Ex Anastasis. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich uns eigentlich wieder auf die Fahne schreiben möchte für das neue Jahr. Er sagt jetzt was ganz Einfaches. Also der Apostel, der ja in unseren Augen perfekt war, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Jetzt sagt er was. Ich jage aber danach. Wisst ihr, was jagen ist? Jagen ist das, wo letztendlich der Blitzer blitzt beim Autofahren. Das ist jagen. Vollgas heißt das jagen. Er sagt, ich jage mit letzter Energie danach, dass ich es auch ergreife. Wieso? Und ich habe festgestellt, bei uns, wir glauben, dass es eine besondere heilige und demütige Haltung ist, wenn wir mit einer ganz vorsichtigen, weichen Haltung an geistliche Dinge rangehen. Die Bibel sagt das Gegenteil. Du musst jagen, du musst radikal sein, du musst angreifen. Er sagt, das sind die Dinge, wo mich der Jesus ergriffen hat und jetzt gehe ich da mit voller Energie drauf. Wenn es einen Punkt gibt, wo es keine Zurückhaltung gibt, dann das Geistliche. Aber wieder so in dem Bereich, was der Herr Jesus anzeigt, was wesentlich ist, nicht Nebendinge. Ich habe mit dem Bruder geredet, da ging es um die Frauenfrage. Er war einfach nicht zufrieden, wie ich das mache bei uns in der Gemeinde, wie ich es mit meiner Frau mache. Er war einfach nicht zufrieden. Er wollte strengere Linie. Und der Mann hat vor mir gestanden, ich liebe ihn, ich mag ihn. Er ist ein alter, lieber Gläubiger, aber er ist schon ein armer Kerl. Hochintelligent, eigene Bibelübersetzung, also genialer Mann. Aber der stand vor mir, der hat so gezittert, ich habe echt Angst gehabt, der kriegt jetzt einen Herzinfarkt. Und seine Frau stand hinter ihm. Das ist die Rolle der Frau, hat immer gezogen an der Jacke. Immer stärker gezogen. Du hast deine Hoffnung. Hoffentlich zieht es, dass sie zieht. Hoffentlich passiert es. Aber dann habe ich was erlebt. Wir haben uns nicht geeinigt. Er ging sauer von mir weg. Oh, vor Konferenz, da willst du ja auch Friede. Dann habe ich ganz normal verkündigt, wie ich immer verkündige. Und dann kam er.
Da war ich gespannt. Da sagt er, steht er sich vor mich hin. Und ich setze jetzt einfach voraus, dass ich eher das Wesentliche gepredigt habe gegenüber dem, was ihn umgetrieben hat. Und dann sagt er zu mir, es hat mich getroffen. Zu Deutsch, ich musste mich drunter stellen. Keine Aggression mehr, die Frau musste nicht mehr ziehen an der Jacke, alles Friede, wunderbare Haltung mir gegenüber. Und dann hat er ein Komma gesetzt. Aber vielleicht könntest du das, was ich dir auch geschrieben habe, wegen der anderen Frage, mal ansehen. Wisst ihr, und da habe ich gemerkt, jetzt ist in seinem Kopf plötzlich was passiert. Das, was wesentlich war, war das Wichtige und das andere war die Nebensache. Und plötzlich hatten wir Gemeinschaft, wir hatten keinen Krieg mehr. Wir haben heute ein wunderschönes Verhältnis. Wisst ihr, woher kam das? Von meiner Überredungskraft? Keine Spur. Ich konnte ihn ja nicht überzeugen. Sondern ist was ganz anderes passiert. Bei der Wortverkündigung hat der Herr durch den Heiligen Geist das, was die Bibel sagt, bewirkt, dass bei ihm etwas geschehen ist. Wisst ihr, das müssen wir erwarten. Letztendlich, dass er bei uns dasselbe tut, dass wir das begreifen, was wir tun sollen. Dass wir wissen, es ist noch nicht erledigt. Wir müssen uns immer wieder auf ihn ausrichten. Und jetzt sagt er in 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Am neuen Jahr muss man auch bereit sein, das alte Jahr wirklich abzuschreiben. Ich zähle nicht, wie viel ich Fehler gemacht habe. Wisst ihr, wenn ich gestern Abend gesagt habe, ich habe mich entschieden, zu meiner Frau nicht hinzugehen und zu sagen, vergib mir alles, wo ich nicht lieb war oder wo ich irgendwo nicht war, wie du es erwartet hast. Das hängt mit dem zu sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Ich habe einfach eine ganz andere Entscheidung gefällt. Ich mache die Fehler nicht mehr. Jetzt bringe ich das dem anderen so zum Ausdruck, dass es klar ist, das Alte ist rum. Jetzt fängt das Neue an. Wisst ihr, und so ist es geistlich auch. Ich fange einfach an, das Alte wegzuwerfen und vorwärts zu gehen. Kann ich wegwerfen? Wir haben gestern David gesehen. Er ist, wie wenn er nie gesündigt hätte. Das ist das Blut Jesu. Alles, was falsch war, kann ich reinigen lassen durch Jesu Blut. Jede Lauheit, jede Unheiligkeit, alles, was ihn nicht gemeint hat. Und wisst ihr, wer mir das von ganzem Herzen verzeiht? Der Herr Jesus. Wisst ihr, wer mir es nicht verzeiht? Die Menschen. Ist einfach so. Muss ich halt sagen, dann verzeihst du mir halt nicht. Die Menschen sind so. Spielt es jetzt eine Rolle? Warum steht in der Bibel, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann? Wieder der Gedanke, ich muss in Ordnung sein. Ich muss gucken, dass ich keine Barrieren aufbaue. Wenn die andere es aufbaut, ist nicht mehr meine Verantwortung. Und von daher kommt wieder derselbe Gedanke durch den ganzen Philipperbrief, durch das ganze Evangelium, die ganze Bibel. Ich bin es, der vor Christus steht. Ich bin es, der mit dem Herr Jesus in Ordnung sein muss. Es spielt nur eine Rolle, dass ich in Ordnung bin. Und wenn das die Parole ist fürs neue Jahr, dann werden wir keine Probleme bekommen. Und dann erklärt er etwas. Habt ihr gewusst, dass die Bibel eine Anweisung hat, wie man keinen Streit hat in einer Gemeinde? Das gibt es tatsächlich, ich habe es lange nicht gewusst. Philipper 3, 15 und 16. Lasst uns alle, die wir gereift sind, da steht bei gereift das Wort für Erwachsener, also alle, die ernst zu nehmen sind, die keine Babys in Christus sind, die ernst zu nehmen sind, so gesinnt sein. Also er sagt, das, was er vorher geschrieben hat, ich vergesse, was da hinten ist, ich gehe vorwärts, ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Jetzt erklärt er, wenn ihr über etwas anders denkt, ist die Entrückung bei Offenbarung 4, ist die Entrückung bei Offenbarung 11, ist die Entrückung bei Offenbarung 19. So wird euch Gott auch das offenbaren. Woher bekomme ich meine Gewissheit? Von ihm. Und wenn er sagt, guck her, das sollst du erkennen in der Bibel, und wenn dann gleich der nächste Befehl kommt, du sagst es nicht oder streitest nicht darüber. Er sagt nämlich jetzt etwas, wozu wir auch gelangt sein mögen. Völlig egal, wo ich und du Erkenntnis haben.
Lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln. Und dieselbe Richtschnur ist das Wort Gottes, Paulus, 1. Korinther 4, Vers 6, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Wisst ihr, und nach dieser Richtschnur zu wandeln heißt ganz einfach, wenn in der Bibel steht Israel, dann ist es Israel. Wenn in der Bibel steht Gemeinde, dann ist es die Gemeinde. Und wenn in der Evangelie steht, seine Jünger traten herzu und er lehrte sie, dann ist Lehre für die Gemeinde. Da kann ich nicht kommen und sagen, das ist die Bergpredigt ist die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich. Dann muss ich sagen, ja, das gefällt euch. Dann brauchst du nämlich nicht die andere Wange hinhalten, wenn dir einer draufhaut. Dann musst du sagen, das machen wir erst im tausendjährigen Reich. Wie so ist der Mensch. Aber wenn ich weiß, ich habe dieselbe Richtschnur, das, was der Herr sagt, meint er, seine Jünger traten herzu, er lehrte sie. Entschuldigung, wenn das uns nicht betrifft, ja, wer den? Wer ist dann gemeint, wenn nicht wir? Wisst ihr, wenn ich sage, Israel ist Israel, die Gemeinde ist Gemeinde, der Herr sagt, was er meint und meint, was er sagt, nach dieser Richtschnur. Ich gehe nicht übers Geschriebene hinaus. Wisst ihr, es ist ganz einfach. Jetzt diskutieren wir Glaubensfragen. Da passieren tolle Dinge. Menschen haben fantastische Ideen, fantastische Fantasie, fantastische Vorstellungen. Und dann ist es immer hilfreich, wenn einer in der Mitte ist, der einfach einmal die Frage in den Raum stellt, wo steht es denn? Und dann blättern alle und dann stellen wir fest, es steht nirgends. Und dann muss nur noch eine Parole auf der Fahne stehen, Ende der Durchsage. Dann ist aus, dann klappt man zu. Wisst ihr, nicht übers Geschriebene hinauszugehen, aber bei dem, was geschrieben steht, wirklich glauben, dass es so ist. Wisst ihr, ich streite mit Brüdern, ob die Leute wie in Abraham schon wieder geboren waren. In der Bibel steht, Johannes 16, Vers 7 bis 14, ganz einfach. Der Geist der Sohnschaft, der Paraklet, kann nicht kommen, es sei denn, ich bin hingegangen. Das ist doch klar. Der Jesus musste das himmlische Heiligtum, musste sein Blut auf den Sühnedeckel legen und dann konnte er den Heiligen Geist ausgießen. Also waren die alttestamentlichen Heiligen gerettet nach alttestamentlicher Weise. Aber sie hatten den Geist der Sohnschaft nicht. Wisst ihr, da ist doch schon alles geredet. Ich gehe sonst übers Geschriebene raus. Es ist so einfach. Ich muss nur glauben, was da steht. Und da könnte man hunderte Beispiele machen. Ich glaube einfach das, die Richtschnur ist, ich nehme zu meinem Maßstab das Wort, was darüber hinausgeht, lasse ich weg, das werfe ich raus. Was aber geschrieben steht, nehme ich so, wie es geschrieben steht. Ich mache kein Ich. Mir wirft man vor, du bist ein Dispensationalist. Naja, da muss ich schon sagen, ich bin ein prämillionistischer Dispensationalist, weil kein Mensch versteht, wenn er nicht weiß, was das ist. Dann muss ich sagen, ich bin ganz einfach so, dass ich Israel und die Gemeinde unterscheide und glaube, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Das ist alles. Ist das jetzt ein Dispensationalist? Nee, ist ein Bibelleser. Wisst ihr, wenn das in der Bibel steht, dann glaube ich es halt. Und wenn in der Bibel steht, das mosaische Gesetz beginnt bei 2. Mose 20, dann glaube ich das. Und wenn die Bibel sagt, Christus ist unter das Gesetz getan, Galater 4, 1 bis 7, dann ist es glasklar, das ganze Wirken Jesu ist unter dem mosaischen Gesetz, weil erst als er im himmlischen Heiligtum war und das Blut auf den Altar gelegt hat, war das mosaische Gesetz erledigt. Also kommt jetzt zu mir Jesus, ein gesetzestreuer Jude, und der sagt zu ihm, wie steht im Gesetz geschrieben? Und die Bibel sagt, Christus ist das Ende des Gesetzes. Römer 10, 4. Also sind wir durch den Leib des Christus dem Gesetz gestorben. Römer 7, 4. Also ist klar, dann gilt die Stelle für mich nicht. Das ist keine Bibelkritik, das ist ganz einfach. Gott sagt, was er meint. Redet er einen Jude an, der gesetzestreu ist, dann meint er ihn. Redet er einen Jünger an, dann meint er ihn. Das ist so einfach. Kann ein Kind verstehen. Und jetzt sagt Paulus, ihr müsst nur, wenn ihr die richtige Haltung habt, das Alte vergessen, völlige Vergebung, um Jesus zu dienen, müsst ihr diese Richtlinie einhalten. Und jetzt kommt das Nächste. Und das ist der Deckel. Er sagt, und dasselbe erstreben. Ja, was erstrebe ich? Wisst ihr, Paulus sagt, er ist von Gott ausersehen, unser Vorbild zu sein. Wisst ihr, und wenn ich das dann ernst nehme, er sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer gleich, wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also ich soll ihn nachahmen. Ja, was erstrebt ein Paulus? Was erstrebt er?
2. Korinther 11, 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, damit ich euch eine Manne verlobe, oder ich habe euch eine Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die ganze Arbeit der Gemeinde Jesu hat nur ein riesiges Ziel. Mein ganzes Wirken hat nur ein Ziel, dass einzelne Menschen als keusche Jungfrau dem Herr Jesus entgegengeführt werden. Dass die Leute aufhören, fromm zu sein, falsch fromm zu sein, dass sie aufhören, gesetzlich zu sein, dass sie aufhören, gottlos zu sein und dass sie als Jungfrau, wie ein Verhältnis mit einer Jungfrau, die ich heiraten will, ich könnte euch jetzt stundenlang erzählen, wie das war, bevor ich mal, wo mir verlobt war, aber geil, man darf es ja nicht übertreiben. Wisst ihr, dann ist doch klar, ich sage es nur mit einem Satz, als ich meine Frau gesehen habe, ich habe sie am 4.2.1970 das erste Mal gesehen, einen Blitz eingeschlagen in meinem Hirn. Von dem Moment war ich vollkommen durchgedreht. Ich habe gesagt, diese kleine Schwarze mit diesen Kulleraugen musst du haben. Ich kann euch noch meine Gefühle sagen, es war immer Bus nach Albstadt-Ebingen, ich kann euch noch alles sagen, das war wie, habe das nie mehr vergessen, das ist gespeichert wie eingebrannt in meinem Geist. Und so ist doch mit dem Herrn Jesus. Du bist dem Herrn Jesus begegnet. Er ist dein Erlöser. Und jetzt ist er der, den du willst. Mit aller Gewalt. Und du willst, dass er allein und du allein, das soll es sein. Wisst ihr, wenn du das hast und auch danach strebst, dass du nicht sagst, der soll denken wie ich. Der soll meine Lehre haben. So denken ja die Gläubigen. Sondern dass ich sage, nee, der soll jungfräulich zum Herrn Jesus sein. Der soll ihn lieben. Die alle sollen zum Herrn Jesus gehen. Dann haben wir alles erfüllt. Mit dieser Haltung kannst du ins neue Jahr gehen. Und dann kommt, mit dem möchte ich enden, der Vers steht gar nicht auf dem Zettel, Philipper 2, 20, 21. Denn ich habe sonst niemand von so gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird, wie Timotheus. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Jetzt müssen wir was ganz Einfaches tun. Eine ganz kleine Entscheidung. Ich suche ab sofort nicht mehr das, was ich will, sondern was er will. Nicht ich, Christus. Du allein. Und wenn das die Haltung ist fürs neue Jahr, dann mag der 1. Januar ein gesegneter Tag sein. Wenn ich eine andere Haltung habe, dann ist der gleiche Schrotttag wie alle anderen. Es hängt alles davon ab, ob ich als keusche Jungfrau am Herrn Jesus diene. Wisst ihr, das ist eigentlich das, was ich will fürs neue Jahr. Für mich, aber ich will es auch für euch. Möge er es uns gelingen lassen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast in deinem Ratschluss der Ewigkeiten dir eine Braut erwählt, deine Gemeinde. Und es war dein Wille, dass sie als keusche Jungfrau dir entgegengeführt wird. Und dass dieses Bräutliche das ist, was das Leben prägt. Und so gib uns einfach Gnade in diesem neuen Jahr, dass unsere Herzen brennen in erster Liebe zu dir. Nicht in einer selber gemachten Frömmigkeit und selber gemachte Entschiedenheit, sondern ganz einfach. So wie eine Beziehung ist zwischen zwei Personen. Dass wir dich lieb haben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, dass du mit uns zum Ziele kommst und dass wir das, was du uns gegeben hast, als Mittel, wo wir uns treffen können, nämlich das Wort Gottes und auch die Gemeinschaft der Heiligen, dass du uns auch hier dazu wirklich ein liebendes Herz gibst, dass wir es ehren, schätzen und immer bewusst sind, wenn wir hier unsere Herzen öffnen, dann bist du gegenwärtig und das möge geschehen.